Guten Morgen, guten Mittag und einen wunderschönen guten Abend, meine liebe Friends, Family and all the other people to the planet, to the manet. Heute mal wieder mit Sprachfehlern am Start, wie immer. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr freut euch auch, mal wieder ein Video von uns zu sehen. Heute kleines Announcement. Ihr werdet es im Titel schon gesehen haben. Wir haben ein paar Boxen geholt und zwar alles Shiny-Karten. Jungs und Mädels, ihr wisst, ich bin verrückt nach Shiny-Karten. Ich habe jetzt noch die Hidden Fates Tin-Boxen hinter uns, davon werden wir heute eine aufmachen, auf jeden Fall. Aber ich wollte noch was dazu sagen. Und zwar werden wir, es tut mir im Herzen weh, aber wir werden auch dazu kommen, ein paar Box-Breaks auf Twitch zu machen. Wir werden einen eBay Online-Shop aufmachen erstmal. Da könnt ihr euch gerne Packs bestellen. Ich weiß, wir sind noch klein, aber langsam mit unserem Humor, Dumor, dies, das, unsere Dummheit, unsere bisschen Hängengebliebenheit. Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Ich freue mich drauf, andere Leute glücklich zu machen, das wisst ihr. Deswegen werden wir auch gute Preise dafür hinlegen. Und Versand wird auf jeden Fall kostenlos, alles auf meinen Nacken. Ich freue mich, wenn ihr euch freut, deswegen, das wisst ihr ja. Deswegen tun wir da was Gutes für jeden. Und wir haben natürlich auch was davon. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Das soweit zu unserem Announcement to the Announcement from the day to the day. Und ich würde sagen, zur Körung des Tages, sagt man, ach, kein Plan. Auf jeden Fall machen wir heute die Glurak Box auf. Wir freuen uns drauf. Hoffentlich ziehen wir was Geiles. Und hoffentlich ist wieder ein Fuller Shiny dabei. Bis gleich. So, liebe Friends, zur Feier des Tages, habe ich ja schon gesagt, machen wir hier die Glurak Tinbox auf. Wir machen sie mal direkt auf, ohne lang zu quatschen, labern, dies, das. Ich habe satt, so lang zu labern. Ich will endlich die Karten aufmachen. So, kommen wir zu unserer wunderschönen Charizard GX Promokarte. Hoffentlich kriegen wir die hier so schön raus. Okay, war schon in Ordnung. Dann brauchen wir hier eine Folie. Ach, einmal gegen die Tin gerannt. Ah, falsche Seite. So, Friends. Einmal hier, wie immer, etwas gebogen die Karten. Keine Ahnung warum. Und hier ist unser wunderschönes Charizard Glurak aus der Tin als Promokarte. Centering left to right, links etwas kleiner als rechts, oben unten, oben etwas größer als unten. Also wir hoffen, wir kriegen da auf jeden Fall noch ein PSA 10 Charizard aus irgendeiner Tin. Kleiner Spoiler, das war nicht die letzte. So, dann einmal der Code für euch aus der Tin. Schön. Dann kommen hier unsere Ihr Booster aus unserer Tinbox raus. Wir haben wie immer alle vier Artworks hier am Stizzle to the Brizzle to the Mrizzle. So, mit was fangen wir heute an? Ich würde mal sagen, im Glurak Tin fangen wir mit Glurak einfach mal an. Sonst immer als letztes, weil das Beste kommt zum Schluss. Aber heute machen wir einfach alles mal anders. Scheiß drauf, oder? So. Boah. Sehr schwer zu öffnen, das Pack. Aber ihr wisst, Leute, wie bekannt ist, in den schwer zu öffnenden Packs sind die größten Hits drin. Deswegen hier natürlich, wie immer, Glurak. Hoffentlich nicht nur auf dem Pack, sondern auch im Pack. Impact. So. Hier haben wir unsere Artos. Einmal. Oh!
So rum ist vielleicht besser zu lesen. Bitte schön. Dann kommen 4 Karten von hinten nach vorne. 3, 4. Ja, nicht verzählen. Und wir beginnen unser Opening wie fast immer mit der Faustenergie. Natürlich hier Kampfenergie für die Kenner. Dann die Pokémon Center Lady. Sabrinas Suggestion. Jedes Mal die gleiche. Ah, ein Sichlor. Wie immer ein cooles Artwork. Ein Pummeluff. Sollen wir wieder singen? Wir singen. Ha, 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 Pummeluff. Das war hier eine Attacke für eine... Keine Ahnung. So, Stern, du. Ha, cool. Ein Snake. Evoli. Schon mal ein besserer Hit. Das Pack gönnt schon mal. Dann Reverse Holo. Oh, noch nicht, aber Pikachu. Auch sehr cool. Wäre das jetzt ein Reverse Holo Pikachu, dann hätte ich hier auf jeden Fall mehr gefeiert. Reverse Holo. Clefairy. Okay, okay, okay. Und... Jolteon. Ein Blitzer. Also, ich muss sagen, erstes Pack hat schon mal... Ja, man kann nicht sagen, es war schlecht, weil wir haben 2 bessere Karten drin, aber war jetzt auch kein Burner, ne? Wie man... Also, würde ich jetzt mal so behaupten. So, dann... Ja, habt ihr gesehen, wir haben es schön ausgezählt. Wie immer... So, oh, das lässt sich hier ganz leicht öffnen. Hoffentlich kein Mist-Müllpack. So, einmal die Promo-K-Karten für euch. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Zack, boom, to the bam. Oh, Stahlenergie. Hoffen wir mal auf ein Golunio. Ich glaube, das gibt es nicht in dem Pack. Geowatz. Ein Porente, ein Rosanna, Rosanna, Ekans, Snake gibt's noch in einem anderen hier Artwork, das wusste ich gar nicht, sieht sehr süß aus. Dann ein Entron, ein Sterndu, to the Merndu. Clefairy, gerade in Reverse Holo gezogen. Ich glaube, jetzt kommt die Reverse Holo. Nein, noch nicht. Hä? Ich baite mich ständig selber. Was geht hier? Ein Phlegmon. Dann Reverse Holo. Feuerenergie. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, Friends. Hier wird auf jeden Fall noch das Glurak in den zwei... Oder in dem... Nee, in dem Pack geht nicht mehr. In den zwei Packs drin sein. Oh. Oh shit! Oh shit, Friends. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Die Liebe und die Wahrheit verurteilen wir. Denn mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse. Und James. Oh shit, Friends. Was ein Pack. Jesse und James Trainerkarte als Full Art. Und eine Reverse Holo. Feuerenergie. Ich hab's euch gesagt, das ist ein Zeichen. Jesse und James als Fullard. Ah, ich wollte gerade sagen, Centering sieht gut aus, aber oben, unten, unten ist auf jeden Fall breiter als oben. Aber die Karte gefällt mir sehr hier mit Wohin genau und dem K.O. geschlagenen Mauzi. Ich würde sagen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und die Feuerenergie kommt natürlich auch direkt in eine Folie. Dann nehmen wir mal wieder unsere schwarze Folie. So, ab. Nein mit dir. So, sehr cool bisher. Also, dieses Pack hat uns jetzt nicht enttäuscht. Wir haben noch 2. Hoffentlich noch ein Shiny. Shiny Full Art natürlich. Fangen wir mit Mew an. Und hören mit Mewtwo auf. Da wir natürlich auch auf das
Shiny Mewtwo hoffen. Der Bad Boy der Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Ihr wisst Bescheid. So, einmal umgedreht. Einmal dieses hier auch umgedreht für euch. 1, 2, 3, oh, 4 nach vorne. Natürlich 4, nicht 3. So. Dann hier einmal die Water Energy. Ein Glutexo. Geil. Kommt auf einen besseren Stapel. Metapod. Metawack könnte man auch sagen. Rosana. Eine Clefairy. Pipi. Jigglypuff. Der hat schon gesungen. Wir haben leider keine Kraft mehr für noch eine Attacke. Ein Raupi. Dohont. Ein Paras. Müll. Oh, Eton. Eton immer cool. Reverse Holo Sabrina Suggestion. Ist jetzt nicht meine Favorite Karte. Und haben wir dahinter noch ein Hit? Wir haben ein Electrode. I think it's an Electroball or Voltoball oder Electroball. Ich weiß nicht, welche die erste Entwicklung ist. Auf jeden Fall, ja. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? So, dann kommen wir zu unserem allerletzten Pack für heute. Das Shiny Mewtwo. Es schaut wie ein Haiwan. Und hoffentlich schaut es auch auf der Karte, die hier drin ist, genauso. Stellt euch vor, wir ziehen jetzt wirklich den Bad Boy, den Pullard Shiny. Dann habe ich es einfach predicted. Pack fängt schon mal super an. Oh shit. Fängt gar nicht super an. Ich bin hier voll am Struggle mit der Verpackung. Oh shit, man. So, besser. So, das Pikachu strahlt uns schon mal an. Einmal der hier für euch. 1, 2, 3, 4 nach vorne. So, Karten umdrehen. Kartentrick ist uns gelungen. Einmal die Psycho Energy. Noch ein Charmeleon. Noch ein Glutexo. Ist das ein fucking Zeichen, Friends? Ist es ein Zeichen? Chansey. Chanera. Giovanni's Exile. Haben wir auch schon in Full Art gezogen. Ein Pikachu, noch ein gutes Pokémon, den besseren Glutexo und Glumanda in einem Pack. Friends, da muss ein Glurak drin sein. Es muss einfach. Voltoball oder Elektroball, keine Ahnung. Koffing, Dohont, oh, falscher Stapel. So viele gute Karten, dass ich schon auf den guten Stapel gemacht habe. Smogon, Reverse Holo. Ekans. Ach, schon wieder falscher Stapel. So, Ekans wieder in der gewohnten Form. Kein Plan, was das andere war. Reverse Holo. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ihr wollt mich doch ins Arschloch verarschen. Jesse und James haben wir schon mal gezogen. Auch in Full Art. Aus der gleichen Case. Rowlet in Shiny haben wir auch schon mal gezogen. In Shiny. In der gleichen Case. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Es ist ein wunderschönes Shiny-Pokémon. Sehr cool. Und Centering to the Mantering ist sehr gut. Wow. Da bin ich jetzt gerade überrascht. Sieht wirklich sehr gut aus. Oh, dahinter nochmal Jesse und James in Holo. Sehr, sehr cool. Dann unser Rowlet erstmal hier in eine Sleeve verpacken. Rückseite schauen wir noch schnell an. Ist auch gut. Also Centering sieht ultra geil aus. Whitening 0. Zero, einfach Zero to the Marrow. Sehr, sehr geil. Und Jesse und James kommt natürlich. Die kriegen natürlich auch eine Hülle für das Holo. Und hier können wir das mal vergleichen. Jesse und James in Holo und in Full Art. Natürlich, diese Karte sieht tausendmal besser aus. Was soll man dazu sagen, gell?
So, dann schauen wir uns doch mal unsere Hits des Tages an. Das war gerade Warteschleifenmusik. So, ein Glumanda, ein Pikachu, ein Glutexo, noch ein Glutexo, noch ein Pikachu, noch ein Evoli, dann einmal Jesse in James in Holo. Wirklich sehr cool. Each player discards two cards from their hand. Your opponent discards first. Also, jeder Spieler wirft zwei Karten auf den Friedhof. Dein Gegner fängt an. Dann eine Feuerenergie. Also dieses Display war einfach komplett auf Feuer angelehnt. Hat aber nicht das Glurak gegönnt. Schade. Naja, obwohl, kommt ja gleich. Dann ein Rowlet in Holo, in Shiny natürlich. Auch sehr süß, hatten wir natürlich schon mal. Dann Jesse und James, Trainer als Full Art. Wirklich sehr, sehr nice Karte. Gefällt mir sehr gut. Und dann natürlich noch unser Promo-Karten-Charizard GX. GX erinnert mich immer an Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX! Fang an! Fang an! Let's go! Boah, das war ein Kracher. Richtiges Kracherlied. Friends, und in dem Sinne sind wir für heute auch wieder raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich war fett nervös. Es war die Glurak-Tin. Wir haben zumindest das Promo-Glurak bekommen. Sonst leider keins. Aber wir sind zufrieden mit dem Puls. Auf jeden Fall Jesse und James in Full Art ist geil. Und ja, das Announcement kam ja am Anfang. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich tierisch drauf. Wirklich, ich habe richtig Bock drauf, die Leute mit guten Karten zu beschenken. So geil. Und in dem Sinne sind wir fertig für heute. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit bei mir auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch die anderen Videos auch noch an. Gibt's mir einen Daumen nach oben und abonnieren, Glocke, Mocke, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.